Heute geht es um das Thema, wie übt man, wenn man überhaupt keine Zeit hat zu üben. Hallo, seid gegrüßt, hier ist wieder Bernd, euer Internet-Saxophonlehrer. Ich bin mal wieder da und ich habe heute ein Video für euch mit dem Thema Üben, wenn man keine Zeit hat zu üben. Vielleicht geht es euch wie vielen Erwachsenen, berufstätigen Erwachsenen, die abends von der Arbeit nach Hause kommen, die sind müde, ihr seid müde, ihr wollt nicht mehr das Saxophon auspacken, ihr habt einfach keine Lust mehr, dann nochmal eine halbe Stunde zu üben. Und wenn ihr mal übt, dann ist es oft so, dass ihr keinen Plan habt, was ihr da üben sollt. Dann spielt ihr ein bisschen rum und es ist nicht so effektiv. Und ich möchte euch heute so ein kleines Beispiel geben in diesem Video, wie man in einer halben Stunde sehr effektiv üben kann und das auch vielleicht nur dreimal die Woche und dann trotzdem auch immer wieder Fortschritte macht durch diese Art zu üben und ihr trotzdem schnell vorankommen könnt, auch wenn ihr nicht so viel Zeit habt. Also, so eine Übesession, ich nehme mal als Beispiel 30 Minuten, das sollte immer drin sein, mindestens 30 Minuten. Kürzer ist auch mal okay. Wichtig ist, dass ihr das kontinuierlich macht, also dass ihr nicht nur einmal im Monat mal übt, sondern dass ihr wirklich versucht, ein paar Mal die Woche das zu machen. Und wenn ihr jetzt 30 Minuten Zeit habt und da konzentriert üben wollt, dann gebe ich euch jetzt ein Beispiel, wie ihr diese 30-Minuten-Session, wie ihr die gut einteilen könnt. Als erstes ist es ganz wichtig, dass ihr euch warm macht. Bevor ihr wirklich konzentriert an irgendwas übt, macht euch erstmal warm. Das ist ganz wichtig, das ist so ein bisschen wie im Sport. Wenn ihr eure Jogginghose anzieht und ohne Warm-up direkt volle Kanne los sprintet, dann habt ihr ganz höchstwahrscheinlich, holt ihr euch irgendwie eine Zerrung oder habt am nächsten Tag einen riesen Muskelkater. Also es ist nicht zu empfehlen, ohne Warm-up direkt loszulegen. So ist das bei einem Blasinstrument auch. Die Kanne ist kalt, wenn ihr die aus dem Koffer holt. Und es ist erstmal ganz gut, wenn ihr ein bisschen darauf spielt, dass das Instrument warm wird, dass eure Finger warm werden, dass ihr hier ein bisschen entspannt seid mit dem Ansatz. Wie kann man das machen, ein Warm-up? Ganz einfach. Das Erste, was ich mache, ich spiele ein paar lange Töne. Dadurch kriege ich ein bisschen Ansatz. Ich übe den Ansatz. Ich mache das Instrument warm, weil ich ja Luft durchblase. Da fange ich jetzt zum Beispiel an mit einem mittleren Ton, mit dem G. Als nächstes spiele ich einen langen Ton, einen tieferen Ton, dann einen viel höheren Ton, vielleicht noch einen ganz hohen Ton. Und das mache ich jedes Mal so, dass ich tief Luft hole, reinblase, den Ton spiele und so lange spiele, bis ich keine Luft mehr habe. Das mache ich auch ganz entspannt. Also hier nichts verbiegen, nicht verkrampfen. Und so weiter. Dabei gebe ich mir Mühe, kein Vibrato zu machen, den Ton ganz glatt zu spielen. Ich achte darauf, dass er nicht zittert. Ist manchmal gar nicht so einfach. Und ich achte ein bisschen auf die Intonation. Das ist auch wichtig. So, jetzt habe ich das gemacht mit 5 oder 6 Tönen. Als nächstes nehme ich mir ein Stück Tonleiter. Das ist quasi die Technik-Warm-up-Übung. Dann nehme ich mir zum Beispiel, jetzt heute sage ich mir, ich will ein bisschen Fis-Dur üben. Ich spiele nachher ein Stück in Fis-Dur, also mache ich das Warm-up auch mit Fis-Dur. Ich weiß meine Töne, Fis-Dur, fange ich beim Fis an, gehe hoch, vielleicht nur 5 Töne der Tonleiter bis zum Cis, das langt mir jetzt erstmal. Dann spiele ich erstmal ganz langsam, ganz entspannt die Töne der Tonleiter. Das kann ich in der nächsten Runde ein bisschen schneller machen. Und noch schneller. Dabei stoße ich schon die Töne an. Das ist die nächste Übung. Als dritte Übung im Warm-up mache ich noch irgendwas, womit ich die Zunge ein bisschen wach kriege. Also irgendeine Übung, wo ich öfter mal anstoßen muss. Das kann ich jetzt zum Beispiel hier auch mit dieser Tonleiter machen. Ich spiele einfach jeden Ton der Tonleiter ein paar Mal an. Ich mache das jetzt dreimal, also jeden Ton stoße ich dreimal an, bevor ich zum nächsten gehe. Vielleicht ein bisschen schneller, vielleicht auch 4 Töne. So, das könnt ihr mit oder ohne Metronom machen. In einem Warm-up braucht man nicht unbedingt ein Metronom. Es geht ja nur darum, dass ihr ein bisschen spielt. Ne? Okay, das habe ich jetzt gemacht, 5 bis 10 Minuten. Jetzt bin ich fit, jetzt bin ich aufnahmefähig, jetzt kann ich meine Hauptübung, die nächste Sache, die ich wirklich üben will, konzentriert üben will, die kann ich jetzt machen. Jetzt bin ich aufnahmefähig, jetzt geht es mir gut, jetzt ist die Kanne warm, meine Hände sind, meine Finger sind ein bisschen warm und so weiter und jetzt geht's los.
Jetzt die nächsten 15 bis 20 Minuten, da übe ich an dem Hauptthema, was ich wirklich üben will, und zwar ganz konzentriert. Also da dudel ich nicht rum. Wenn ich zum Beispiel die Melodie von einem Jazzstandard lernen will, dann nehme ich mir die ersten 8 Takte vor, spiele die wirklich hintereinander, immer die gleichen Töne. Ich dudel keine Töne oder Verzierungen drumherum. Ich spiele nur die Töne. Ich versuche die auswendig zu lernen und mache das sehr konzentriert. Und wenn ihr das 20 Minuten konzentriert macht, dann merkt ihr auch schon, dann kommt ihr irgendwann durcheinander und wollt gern was Eigenes spielen. Und das machen wir im letzten Teil. Im letzten Teil eurer 30-Minuten-Session könnt ihr vielleicht 5 bis 10 Minuten einfach ein bisschen spielen, einfach ein bisschen Spaß haben mit dem Instrument. Ihr könnt improvisieren. Ihr könnt vielleicht auch, wenn ihr jetzt einen Standard gelernt habt in dem Hauptteil, könnt ihr vielleicht jetzt auch mit dem Playback ein bisschen spielen. Ihr müsst die Melodie nicht perfekt spielen können. Ihr spielt vielleicht ein bisschen mit der Melodie. Ihr improvisiert was mit der Melodie und habt einfach ein bisschen Spaß, dass ihr mit einem guten Gefühl aus dieser Session rausgeht. Das ist so meine Idee, wie ich in 30 Minuten sehr konzentriert üben kann, wie es mir gut geht. Da lege ich die Kanne weg nach 30 Minuten und habe ein gutes Gefühl, denke, hey, jetzt hast du was geschafft, jetzt geht es mir gut, jetzt bin ich ein Stück weitergekommen und jetzt mache ich das Gleiche in 2-3 Tagen nochmal und dann komme ich Stück für Stück immer weiter und werde besser. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr denkt, ihr habt irgendwas in diesem Video gelernt, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Ihr könnt diesen Channel abonnieren. Ich habe noch eine Frage an euch, das wollte ich auch noch sagen. Teilt mir doch unten im Kommentarbereich mit, wie ihr so übt. Was ist euer Überritual? Macht ihr ein Warm-up? Macht ihr keins? Was macht ihr so, damit ihr effektiv üben könnt? Wie ist eure Methode? Das würde mich interessieren. Jeder hat vielleicht eine andere Methode, jeder hat eine andere Art, was für ihn funktioniert. Ihr könnt mir einfach hier unten in den Kommentarbereich, könnt ihr mir reinschreiben, erzählt ein bisschen was über euch, eure Überroutine, was ihr so macht, wenn ihr übt und wie ihr schnell weiterkommt, was für euch funktioniert oder was nicht. Ja? Okay, es würde mich freuen, wenn ihr diesen Channel abonniert, wenn ihr mir ein Like gebt und wenn ihr vielleicht das Video an den einen oder anderen Freund schickt. Wenn ihr denkt, ihr kennt jemanden, den das interessieren könnte, dann schickt das Video ruhig rum. Und ansonsten viel Spaß beim Üben. Wir sehen uns bald im nächsten Video. Macht's gut, euer Bernd. Bis bald. Ciao.